Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger, habe ich mir als Anrede ausgedacht. Wer war Karl von Einem? Und wofür steht sein Name? Karl von Einem war eine eindrucksvolle Gestalt der vorletzten Jahrhundertwende. Das muss man wirklich sagen. Und es ist kein Wunder, dass nach seinem Tode eine große Straße hier in Essen und in vielen anderen Städten auch, Münster, Berlin und so weiter, nach ihm benannt wurde. Zunächst zur Person. Jetzt muss ich mal gucken, ob das hier funktioniert. Ja, das bin ich. Hier sehen Sie die Station seines Lebenslaufs, die ich jetzt nicht hier einzeln vorlesen will. Es ist eine lückenlose und vor allem auch makellose Laufbahn. Der Mann war von altem niedersächsischen Adel, aber er hatte einen Stiefvater, das ist für Söhne manchmal schwierig, und war auch ohne Vermögen wohl ökonomisch ziemlich arm dran. So einem blieb vor allem die Karriere im Militär übrig und offen. Aber diese Karriere, und wie Sie sehen können, sehr stetig, alle paar Jahre eine Stufe aufwärts, führte ihn bis in die politische Spitze des Deutschen Kaiserreichs hinein. Von etwa 1900 bis zum Ende des Ersten Weltkrieges, 1919, auch in die unmittelbare Nähe des Kaiser Wilhelms II. Als Minister, also in den Nullerjahren des 20. Jahrhunderts, sahen sich die beiden jede Woche und sie schätzten einander sehr. Ein Bild, das haben Sie aber, glaube ich, schon gesehen. Es existiert wenig biografisches Material über Karl von Einem. Es gab offenbar weder Affären noch Skandale. Andere Leute seiner Zeit hatten solche Skandale an den Hacken und dann sind sie auch Gegenstand von Biografien geworden und von vielen Artikeln. Bei Karl von Einem findet man kaum etwas zu seinem Leben. Er scheint wirklich ein sehr ordentliches Leben geführt zu haben, mit Familie und so weiter. Es gibt da nichts an ihm auszusetzen. Er ist wirklich ein eindrucksvoller Mann, ein anständiger Mann, jetzt gemessen nach den Kriterien seiner Zeit und auch seiner eigenen Persönlichkeit. Er genoss also weithin starke Sympathie. Das kommt immer wieder zum Ausdruck in historischen Darstellungen. Ihm wurden bescheinigt Verstandesschärfe, Auffassungsgabe, Ausdrucksfähigkeit und Verhandlungsgeschick. Vor allem spielte er das aus in den Verhandlungen des Reichstags, des Deutschen Reichstags, wo er als Verbindungsmann zwischen dem Kaiser und dem Parlament zu fungieren hatte und jedes Mal den Etat des Kriegsministeriums durchzubringen hatte. Da gab es dann, genau wie heute in den Haushaltsdebatten des Bundestages, heftige Debatten, wo auch die Grundsätze diskutiert wurden. Es gab lange Reden, etwa von August Bebel, und Karl von Einem antwortete darauf und aus diesen Debatten, die damals noch wirklich gut stenografiert wurden, stammen also auch einige der Zitate, mit denen wir heute Karl von Einem charakterisieren. Er stand aber trotz dieses kämpferischen Auftretens für seinen Kaiser durchaus in gutem Einvernehmen mit den Parteien dieses Reichstags, weil er ein verbindlicher Mann war. Also eigentlich ohne Kanten, wenn man jetzt nur die Art des Auftretens und des Argumentierens berücksichtigt. Dass die Kanten in der Art seiner Politik gelegen haben, das werden wir wohl noch sehen. Nun ist es eine Sache, die Begabung und das Geschick dieses Mannes von Einem anzuerkennen. Und es ist eine andere Sache, sein Tun zu bewerten, zu analysieren. Wir müssen uns ansehen, womit Karl von Einem seine glänzende Karriere hingelegt hat. Wenn sein Wirken von heute her als hochproblematisch angesehen wird, dann nicht wegen eines fragwürdigen Charakters, sondern wegen des politischen Systems und der Ziele, denen er gedient hat. Und da muss man sagen, das ist ein erstes Resümee,
Karl von Einem hat zu den katastrophalen Entwicklungen in Deutschland beigetragen, wie nur wenige andere. Und das sind nicht Verdienste, sondern es sind Verhängnisse. Das möchte ich so deutlich gesagt haben. Und diese Verhängnisse hängen zusammen mit einem Thema, dem ich mich in den letzten Monaten, obwohl Sozialwissenschaftler, historisch gewidmet habe, dem preußisch-deutschen Militarismus. Das ist eine Spielart der Führung von Armeen und auch der Philosophie von Landespolitik, die bekanntlich im 20. Jahrhundert in Katastrophen geführt haben. Und diesen Anteil müssen wir uns angucken, wenn wir diesen Mann würdigen wollen. Nun, das Bild eines typisch deutsch-preußischen Militarismus schwankt in den Augen der Geschichtswissenschaft. Deutschlands Gegner erblickten aber in ihm einen Hauptverantwortlichen für das Morden, auch noch im Zweiten Weltkrieg. Ich möchte jetzt nicht unbedingt das Wort Holocaust in den Vordergrund rücken, aber Weltkrieg, Wehrmacht und das, was in den Jahren nach 1939 bis 1945 passiert ist, sind die letzte Konsequenz dessen, was der preußisch-deutsche Militarismus auf den Weg gebracht hat. Die hiesige Geschichtsschreibung hat den deutschen Militarismus bis zur Mitte der 50er Jahre diskutiert. Also es war eine Reaktion, dieses Thema zu behandeln nach Ende des Zweiten Weltkrieges und des völligen Zusammenbruchs des Deutschen Reiches. Aber dann ist die Geschichtswissenschaft plötzlich verstummt, interessanterweise. Es war nämlich der Kalte Krieg ausgebrochen in den 50er Jahren und in diesem Kalten Krieg dominierten Begriffe wie Totalitarismus und Diktaturen. Es ging also dann gegen den Osten und es ging nicht mehr um die eigene Geschichte. Das mag man würdigen, wie man will. Inzwischen wird wieder über den Militarismus gesprochen, aber nicht in der Intensität wie nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Was meint nun Militarismus? Nicht das bloße Vorhandensein von Militär, von Heer, Marine, Luftwaffe und so weiter, also von Streitkräften, sondern Militarismus meint eine Politik, die den Streitkräften eine Bedeutung zuweist, die weit über die Landesverteidigung hinausgeht. Aufgaben, die weitere Lebensbereiche als die Verteidigung beeinflussen. Aus dem Militär wird dann ein Militarismus, wenn das Militär, wenn die Streitkräfte für den Einsatz zum Beispiel im Innern des Staates vorgesehen sind. Das ist nach Grundgesetz verboten, wird aber neuerdings diskutiert. Man kann auch nicht sagen, dass wir heute einen Militarismus haben, aber damals hatte man ihn. Und damals waren die Streitkräfte auch gedacht, Umsturzbestrebungen im Inneren zu verhindern, jedenfalls im Deutschen Kaiserreich. Und Militarismus, denke ich, findet auch dann statt, wenn die Streitkräfte für Expansions- und Angriffsbestrebungen missbraucht werden. Auch das war bekanntlich im Deutschen Reich der Fall. Um 1900, also es ist wirklich lange her, aber das war ja die Zeit, in der dieser Mann gewirkt hat. Um 1900 deckten sich die Strukturen des Machterhalts des Systems und der politischen Entscheidungen für das Militär und die Monarchie nahezu vollkommen. Diese Entscheidungen dominierten die Gesellschaft. Und die Begeisterung für das Militärische reichte tief in die Zivilgesellschaft hinein. Am Beginn der Reichsbildung, das war um 1870, und am Beginn des Wachstums standen die preußischen Siege in den Kriegen gegen Dänemark, Österreich und Frankreich. Das war 1864 bis 1871 die berühmten Einigungskriege. Da ist das Deutsche Reich hergestellt worden, vor allem durch Kriege, die von Preußen ausgegangen sind. Einem diente damals. Der bürgerliche Militarismus, nein, wir haben hier nun zwei Spielarten, die sind hier auch noch auf der Folie aufgeführt. Wir haben den konservativen Militarismus, dem geht es darum, die Ordnung im Inneren mithilfe der Militarisierung und der Streitkräfte aufrechtzuerhalten.
Dann haben wir den bürgerlichen Militarismus, der denkt an Eroberungen, Expansionen, Kolonien, Wirtschaftsbeziehungen über die ganze Welt. Es gab beide Strömungen, die kooperierten, aber manchmal differierten sie auch. Von einem steht für den konservativen Militarismus, der vor allem die Monarchie aufrechterhalten will und sozialdemokratische, sozialistische Elemente von den Streitkräften und von den Befehlfunktionen fernhalten will. Auch jüdischen Bürgern wurden nur ganz beschränkt Aufstiegschancen eingeräumt. Auch das eine Spielart des konservativen Militarismus. Dem ging es darum, die alte Ordnung zu sichern. Und dafür stand Karl von Heine. Deswegen widerstand er auch dem Ausbau des Heeres durch eine allgemeine Wehrpflicht. Denn er hat immer wieder geäußert, eine allgemeine Wehrpflicht würde also unkontrollierbar sozialdemokratische Elemente in die Truppe hineinspülen und auch dann in den Aufstiegsrängen möglicherweise bürgerliche Elemente statt Adeliger sehen. Der preußisch-deutsche Militarismus entsteht im Zuge des Aufstiegs Preußens von einer Regionalmacht, wo also hier das Ruhrgebiet und das Rheinland nicht zu Preußen gehörten, zu einer Macht von europäischer Größe und dann auch zum Kern des Deutschen Reiches. Verbunden mit diesem Aufstieg von Preußen zum Deutschen Reich, die kleindeutsche Lösung ab 1870, ohne Österreich, vor allem ohne Österreich, verbunden damit ist ein Sonderweg, der berühmte deutsche Sonderweg. Der Militarismus, wie der Historiker Wolfram Wette sagt, bildete den Humus für die europaweiten Hegemonialansprüche und somit für die Entstehung der beiden Weltkriege. Das ist für mich eine der wesentlichsten Merkmale in dieser Namensfrage. Es geht nicht darum, dass diesem von einem nun Blut an den Händen klebt, aber es geht darum, dass sein Wirken über Jahrzehnte hinweg diese beiden Weltkriege mit vorbereitet hat. Und das wird auch von der Wissenschaft gesehen, zum Teil auch mit Bezug auf von einem, aber insgesamt für diese Strömung, für die von einem steht, für den preußisch-deutschen Militarismus. Noch weiter als Wolfram Wette, ist Militärhistoriker, geht die amerikanische Historikerin Isabel Hall. Die beschreibt die deutsche Geschichte seit jenen Einigungskriegen in den 1860er Jahren, die zur Gründung des Deutschen Kaiserreichs geführt haben. Isabel Hall sagt, hier entstand eine besonders scharfe Art von Militärkultur. Eine Militärkultur, die vor Grenzverletzungen und besonders harten Einsätzen nicht zurückscheute. Und sie findet diese Härte der Einsätze, diese Grenzüberschreitungen bereits in den Kriegen der 1860er Jahre. Das ist jetzt keine Anklage gegen von einem, der damals noch ein junger Mann war, aber das ist eine Charakterisierung dieser Strömung Militarismus, die er nachher vollendet, verkörpert und weitergetrieben hat. Vor allem in den Kolonialkriegen ab 1900, Deutschland hatte damals sich einige Kolonien zugelegt, wurde extreme Gewalt angewandt. Und Deutschland schlitterte geradezu den Ersten Weltkrieg, weil das Regime sich für unbesiegbar gehalten hat. Auch eine Ausgeburt dieser Gedankenwelt der Militaristen. Es gab keine politische Kontrolle in diesem System. Oben drüber schwebte der Kaiser, der war Oberbefehlshaber und regierte also die Reichswehr gewissermaßen über seinen Kriegsminister, der dann von einem gewesen ist. Es gab keine politische Kontrolle. Der Generalstab wies dem schwachen Kaiser, Wilhelm II. War ein sehr schwacher Kaiser, die Wege. Im Ersten Weltkrieg wurden neutrale Staaten überfallen. Es wurde extreme Gewalt gegen die Zivilbevölkerung ausgeübt. Und alles wurde begründet mit militärischer Notwendigkeit. Sozusagen, es gibt keine Alternative. Wir kennen dieses Argument von heute. Wie es dann nach 1933 weiterging, das wissen alle. Aufrüstung, Angriffskrieg, Völkermord. Karl von Einem war kein Hitler, muss man klar sagen. Und ihm fehlte auch die Macht des Kaisers, den er unterstützte.
aber er drehte am Schwungrad des Systems, und zwar in der ersten Reihe. Ohne diese Von-Einems, von denen es einige, aber nicht allzu viele gab, ohne die Von-Einems hätte es die deutschen Katastrophen des 20. Jahrhunderts nicht gegeben. Das ist eine These, die natürlich jetzt eine gewisse Erweiterung gegenüber reiner historischen Faktenaufzählung darstellt, aber solche Würdigung gehört auch zur Arbeit eines, der sich mit diesen Wirklichkeiten beschäftigt. Nun einzelne Stationen in der, im Lebenslauf des Karl von Einem, um zu zeigen, wie er da präsent war und mitgewirkt hat. Boxerkrieg in China, ja, das ist uns wirklich sehr weit weg. Die Boxer waren keine Sportler, sondern es war eine sehr schwer greifbare soziale Bewegung in China, was auch keine Kolonie war. China war aber von den europäischen Mächten, England, Frankreich, Deutschland vor allem, wirtschaftlich, politisch, kulturell, auch missionarisch durchdrungen. Und dagegen haben sich diese sogenannten Boxer gewandt. Es wurde dann ein deutscher Botschafter getötet und das war für das Deutsche Reich der Anlass zum Eingreifen mit äußerster Brutalität. Die vereint vorgehenden Europäer schlugen die Rebellion in China gewaltsam und opferreich nieder. Die deutschen Truppen trafen ein, als der Aufstand bereits vorbei war. Und nun begann aber trotzdem ein Wüten gegen die Zivilbevölkerung in China, wofür es keinen politischen Anlass mehr gegeben hat. Das heißt, ein Anlass vielleicht, aber keine Rechtfertigung mehr. Es gibt also eine ganze Reihe von Metzeleien in der Bevölkerung, die von den deutschen Truppen vorgenommen worden sind. Karl von Einem war zu dieser Zeit Abteilungsleiter und Direktor im Kriegsministerium. Er organisierte, dass 20.000 Mann Bodentruppen nach China fuhren. Kaiser Wilhelm II. Hielt am 27. Juli 1900, Sie sehen es hier, die berüchtigte Hunnenrede. Sie sehen hier auch das Zitat. Von hier ging aus, dass sich seit dem Ersten Weltkrieg in Großbritannien die Bezeichnung The Huns für die Deutschen eingebürgert hat, die ja heute noch gang und gäbe. Meine Schwester ist Lehrerin in England und die wird also immer sehr schnell, wenn die Leute ihren deutschen Akzent bemerken, also mit diesem Begriff belegt. Und ärgert sich darüber bis heute, wo sie da seit 25 Jahren lebt. Nochmal ein Foto, das ist Karl von Einem. Jemand entdeckt hier auch die Frontkämpfermedaille aus dem Boxeraufstand. Ich kann es nicht zuordnen. Nehme nicht an, dass heute hier Militarier-Experten sind, die uns da helfen können. Nächste Station, der Herero- und Nama-Krieg in Südwestafrika. Davon haben Sie gehört, weil sich das vor einiger Zeit gejährt hat und da ist das ja in Deutschland auch viel erörtert worden. Die Bevölkerung in Deutsch-Südwest, also heute Namibia, begehrte gegen die Kolonialherren auf, kein Wunder. Die kaiserliche Schutztruppe erlitt einige Niederlagen und Verluste. Daraufhin schlug sie ungewöhnlich gewaltsam zurück. Der Stamm der Hereros wurde in die Wüste getrieben und die meisten mussten hier verdursten. Das war planvoll, das war so beabsichtigt von dem Befehlshaber von Trotha, hieß er. Das ist auch heute noch ziemlich präsent, weil darüber diskutiert wird. Andere von den Unterdrückten wurden in Arbeitslager gesperrt und damals tauchte zum ersten Mal der Begriff des Konzentrationslagers auf. Und der Begriff Vernichtung durch Arbeit, den wir dann ja in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern haben, der wird hier zum ersten Mal praktiziert, denn diese Menschen, die Eingesperrten, kamen auch überwiegend, nein nicht überwiegend, 45% der Inhaftierten kamen um. Das ist historisch ermittelt. Der Kolonialkrieg in Deutsch-Südwest kostete mindestens ein Drittel der Bevölkerung das Leben. Das sind geschätzt zwischen 50 und 80.000. Genaue Zahlen sind nicht bekannt, weil es einfach sich nicht ermitteln lässt. Karl von Einem war Kriegsminister. Das heißt, er trug nicht nur die politische Verantwortung, er hat es auch faktisch organisiert. Er war nicht vor Ort, er war in Berlin,
Aber er hat den Einsatz dieser Truppen, er musste das absegnen, er musste es seinem Kaiser vermitteln. Er ist auch verantwortlich für diesen ersten Völkermord der Weltgeschichte. In einer geheimen Denkschrift schrieb er 1908, wir alle waren stolz auf die Leistungen, die Offiziere und Mannschaften im heißen Afrika unter dem Tropenhut für Deutschland vollbrachten. Also es gibt keine Distanzierung, kein Bedauern gegenüber dem Morden, sondern er war stolz. Ein weiterer Kolonialkrieg in Deutsch-Ostafrika, also heutiges Tansania, auch der fällt in Van Einems Amtszeit als Kriegsminister. Die Historikerin Tanja Bührer schreibt dazu 2011, bei Kriegsminister Van Einem hatte der Einsatz in Südwestafrika, Zitat, das Interesse an einer militärisch flankierten Welt- und Expansionspolitik geweckt. Bei Einem, sagt sie. Was sich allein schon an seiner äußerst aktiven Beteiligung an den Beratungen und seinen zahlreichen schriftlichen Stellungnahmen zeigt. Der Krieg gegen die ostafrikanischen Stämme kostete etwa 180.000 Einheimische das Leben. Die Zahl sind nur zu schätzen, auch nach neuesten Untersuchungen. Und auf der Seite der Kolonialherren kamen etwa 15 ums Leben. 15 Tote aus Deutschland gegen 180.000 Afrikanerinnen. Der Name Miami, ich spreche es zum ersten Mal aus, das ist so gelegen. Miami ist ein religiöser Kult bei den Stämmen. Es ist also kein einzelner Stamm. Nächste Station, der Erste Weltkrieg. Von einem schied ja aus 1908 als Kriegsminister und war dann in Münster Bataillonskommandeur. Im Ersten Weltkrieg wurde er wieder Feldherr an der Westfront. Einige werden es von Ihnen wissen, Erste Weltkrieg, da gab es den Schlieffenplan. Man wollte ganz schnell einerseits im Osten die Russen schlagen und im Westen die Franzosen schlagen, aber dazu musste man durch das neutrale Belgien marschieren. Und diesen Befehl hatte Van Einem, durch das neutrale Belgien nach Frankreich zu kommen. Man war damals überrascht, dass die belgische Armee ihr Land auch verteidigte. Und aufgrund dieser Verteidigung kam erstmal der deutsche Vormarsch, ging nicht so schnell, wie er sollte. Und Van Einem hatte zu Kriegsbeginn den Oberbefehl beim Angriff auf das Fort Lüttich, wie er ist. Lüttich war sehr stark befestigt und die Einnahme dieser Befestigung galt als Schlüsselereignis beim Durchmarsch durch Belgien. Nachdem dieses Fort nach heftigen Abwehrkämpfen genommen war, leitete er auch Van Einem auch die Verfolgungskämpfe. Beides sind äußerst verhängnisvolle Aktionen gewesen. Denn die Verletzung der belgischen Neutralität und die Verstöße gegen das Völkerrecht untergruben nachhaltig das internationale Prestige des Deutschen Reiches. Karl Van Einem schreibt am 18. August 1914, der Weltkrieg ist noch sehr jung, in einem Feldpostbrief an seine Frau, Zitat, die stürmenden Truppen haben schwere Verluste erlitten. Leider beteiligt sich die Bevölkerung in grausamer Weise am Kriege. Das heißt, sie schießen aus dem Hinterhalt. Männer und Frauen schießen in heimtückischer Weise in der Dunkelheit auf Einzelne. Ich habe befohlen, die Dörfer abzubrennen und jeden zu erschießen. Ich bedauere das tief, dass der Krieg sofort diesen scheußlichen Charakter angenommen hat. Also er weiß, was er tut. Er sieht es als Notwendigkeit. Er bedauert es auch. Aber er hat es getan. Was hilft es? Nein, ich will es jetzt nicht weiter interpretieren. Das spricht für sich selbst. Auch in seinem Tagebuch, ich habe diese Dinge im Bundesarchiv eingesehen, die sind zum Teil nicht veröffentlicht. Auch in seinem Tagebuch notierte Van Einem seinen Befehl, jeden niederzuschießen und die Dörfer abzubrennen. Die Leute wehrten sich mit Recht gegen Eindringlinge. Er lässt niederschießen und niederbrennen. Am 10. August, zwei Tage später, gestand er seiner Frau, Zitat, wir haben leider sehr viel sengen und brennen müssen und viele Bewohner haben ihr Leben eingebüßt. Er sieht es.
Er wird es auch bedauern. Aber er hat es befohlen. Es ist gemacht worden. Es gibt kaum eine deutsche Aktion im Ersten Weltkrieg, die dem Ansehen Deutschlands in der Welt so geschadet hat, wie diese an Zivilisten begangenen Verbrechen. Und ich denke, das ist wieder meine Interpretation, dass die Härten des Versailler Friedensvertrages mit darauf zurückgehen. Und der Friedensvertrag von Versailles, der in der Tat, denke ich, Ungerechtigkeiten enthält, wurde mit zum weiteren Weg in den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg. Noch aus dem Ersten Weltkrieg, von einem befehligt eine der drei großen Armeen bei Schlachten in Frankreich an der Somme, da setzt er eine neue Waffe ein und aus seinem Kriegstagebuch schreibt er, 3,5 Stunden lang wird der Feind mit Gasminen für Augen und Gasminen für Lunge und Magen intensiv beworfen. Gut, man mag sagen, heute weiß man, was für eine schreckliche Waffe chemische, also auch Gas ist, aber er hat es damals eingesetzt. Hat er einen Monat zuvor gegenüber der obersten Heeresleitung sich zum Gaskrieg geäußert, ohne prinzipielle Vorbehalte. Der Weltkrieg ist vorbei. Ja, das ist eine Postkarte, der Hochdekorierte, die Soldaten sandten Karten nach Hause und nahmen da offenbar ihre Foton. Nach dem Ersten Weltkrieg, wir sind in der Weimarer Demokratie, Deutschland ist abgerüstet, der Kaiser ist abgetreten, aber er glaubt, Karl von Einem glaubt an den Mythos, Deutschland sei im Felde umgesiegt. Übrigens, mir selbst ist auf meinem Gymnasium in Düsseldorf in den 50er Jahren Geschichte noch so beigebracht worden. Ich habe das, eigentlich gehört das zu meinem Grundwissen. Die deutsche Armee, die hat gestanden. Irgendwas ist schiefgegangen, aber die Soldaten waren es nicht. Tatsächlich ging der Krieg bereits in den ersten Monaten 1914 verloren. Denn der Schliefenkram hat nicht funktioniert. Deutschland wurde zum Stehen gebracht im vorderen Frankreich, Verdun und so weiter. Sie wissen, dass damals hätte man vielleicht noch Frieden schließen können. Es gab Verhandlungen, Angebote, aber jede Gelegenheit dazu wurde versäumt, weil die Militärs einfach zu verbohrt waren und geglaubt haben, es schaffen zu können. Später äußert von einem nach 1919 die Überzeugung, Zitat, furchtbare Enttäuschung, dass das deutsche Volk und Reich durch die Sozialdemokratie den Krieg verlor. Das ist die sogenannte Dolchstoßlegende, weil also 1918, 19 Aufstände im Deutschen Reich stattfanden, dachte man, deswegen hätte die Armee es nicht mehr geschafft, obwohl ja die Angloamerikaner und Truppen bereits auf Reichsgebiet standen. Also diese Dolchstoßlegende ist zwar nachweislich falsch, wurde aber von Leuten der Couleur des Karl von Einem geglaubt. Er bleibt unbelehrbar und dem aggressiven Militarismus verpflichtet. 1931 schreibt er, Zitat, unsere Reichswehr kann die Grundlage für das Heer unserer Befreiung werden. Befreiung wovon eigentlich? Naja, von der Demokratie. Karl von Einem setzt sich für die Rückkehr zum Kaisertum ein und agitiert gegen die Republik. In der Krise schließt er sich der nationalen Opposition gegen die Weimarer Demokratie an. Er fährt zur Gründungsversammlung der Harzburger Front 1931, wo sich deutsche Politiker und Industrielle organisieren. Dabei waren neben Karl von Einem und Hans von Seeckt unter anderem Alfred Hugenberg, der Initiator, Großindustrieller und Medienmogul, Adolf Hitler, Hermann Göring, Josef Goebbels, Heinrich Himmler, Rudolf Hess. Man kann nur sagen, man kannte einander. Nun, ich glaube, ich muss mich jetzt beeilen. Einen favorisiert Hugenberg, nicht unbedingt Hitler. Er hat mehrfach Besprechungen mit Hindenburg und schreibt Hindenburg in ausführliche Darstellungen zur Lage. Dabei empfiehlt er dem ultranationalen Hugenberg als Kanzler,
gegen Hitler hat er leise vorbereitet. Nach dem Machtantritt schickt von einem ein Telegramm an Hitler, ich habe den handschriftlichen Text gelesen, eine Erlösung, schreibt er, Deutschland hat wieder einen Kanzler. An sein Patenkind, einen Preußenprinzen, schreibt er, durch die Wahl vom 5. März 1933 ist ein anderes Deutschland entstanden. Wir sind nicht mehr Demokraten und werden nicht mehr von diesen Schuften regiert. Im Mai 1933, das müssen wir auch wirklich verachten, Zitat, ich bin nicht Nationalsozialist. Er ist kein Nationalsozialist, er ist Monarchist. Aber Herr Hitler imponiert mir gewaltig. Einmal durch das, was er geleistet und zweitens durch sein staatsmännisches Denken. Der Mann bedeutet mehr, als ich immer angenommen habe. Er ist ein ganzer Kerl, ein wahrer deutscher Mann, der viel gelernt hat und das Herz auf dem rechten Fleck trägt. Das ist ein unveröffentlichter Brief an einen früheren Untergebenen. Das heißt, er sagt hier seine Meinung. Also Hitler ist der zweitbeste Mann für ihn. Der zweitbeste Mann, kann man vielleicht auch sagen. In einer seiner letzten Einlassungen, das Dritte Reich dauert aber immerhin ein Jahr, zeigt von einem sich kritisch gegenüber einigen nachgeordneten Nationalsozialisten, betont aber, Zitat, ich stehe treu zu Hitler, nicht zu den unteren Angestellten, aber zu dem Führer, weil wir von ihm erhoffen, dass er Deutschland wieder zu seinem Recht verhelfen wird. Ja, das Ganze kommt aus dem Charakter und aus der Berufsauffassung dieses Militärs, Karl von Einem. Rückblickend auf seine erste Reichstagsrede schreibt von Einem, Zitat, wir Soldaten waren erzogen zu gehorchen und zu befehlen, Verantwortung auf uns zu nehmen und in raschem Tempo vorwärts zu arbeiten, wobei allein die Sachkenntnis galt. Umgekehrt lagen die Dinge beim Parlament, wo überall der Drang herrscht, sich in Dinge zu mischen, von denen man wenig oder gar nichts versteht. In der Weimarer Zeit hat also Einem gegen die Demokratie sehr aktiv gearbeitet. Zwar ist er jetzt ein alter Mann, der sich um die Familie kümmert und seine Autobiografie schreibt, aber er träumt vom Kaiserreich. Und er wird dann Ende der 20er Jahre noch einmal aktiv durch diese Kontakte mit Hindenburg, wobei er versucht, ein nationales rechtes Bündnis zu schmieden und Hitler in Kauf nimmt. Er unterstützt also, wenn schon Hugenberg nicht Kanzler wird, Adolf Hitler. Mein Resümee lautet, Karl von Einem verkörpert die negativen Seiten der jüngeren deutschen Geschichte und er hat zu den Katastrophen des 20. Jahrhunderts maßgebend beigetragen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Da uns wirklich wichtig ist, über die Personen zu informieren, soll jetzt auch Gelegenheit sein, wenn es zu von einem noch spezielle Fragen gibt, was Vertiefendes, etwas, was vielleicht noch der Klärung bedarf, dann ist jetzt die Gelegenheit, den Experten zu befragen. Es geht noch nicht um die Rückbenennung der Straßen, das machen wir wirklich später, aber gezielt zu von einem gerne. Wir haben zwei Mikros vorne und hinten und die Bitte ist, wer was sagen möchte, gehen Sie ans Mikro und sprechen Sie da rein. Sozusagen an der Seite Ihrer Reihe ein bisschen rückversetzt oder hier vorne. Ja. Hallo? Ja. Entschuldigung. Ich habe Folgendes. Ich fand die Rede unwahrscheinlich doll, wahnsinnig gut recherchiert. Und ich habe meine Meinung, meinen Vorurteil, was ich bis jetzt hatte, ich wohne nicht da, ich wohne in Essen-Gelernen, war meine Tochter unter. Wird voll bestätigt. Ich habe jetzt einen Wunsch, die Rede sie gehalten. Kann man die kaufen? Kann man die bekommen? Das wäre also für mich ein unwahrscheinliches Anliegen. Ich wäre sehr dankbar, wenn ich sage gerne, nicht 100 Euro, aber 5 Euro. Bitte, aber ja. Nicht vergessen, ja? Meine Frage, meine Bitte. Danke für Ihre Rückmeldung bei der Gelegenheit gleich. Sowohl Herr Professor Lautmann wie auch Herr Sauter, der gleich noch zu von Segt spricht, waren einverstanden, die Folien ins Netz zu stellen. Auf der Seite Irmgard und Ortrud können beide Sachen nachgelesen werden.
Und falls es jemandem irgendwie schwerfällt, mit dem Download klarzukommen, denke ich, ist die Initiative gerne hilfreich, einen Papierausdruck zu machen und ihn zuzusenden. Also ich habe auch einen vierseitigen Text hergestellt. Ich kann Ihnen das gerne zuschicken, den Redetext. Ja. Insoweit, das vielleicht, da steht ein bisschen mehr drin als auf den Folien, die ja doch verkürzen. Und das schicke ich Ihnen gerne, wenn Sie mir Ihre Adresse geben. Ja. Danke. Danke. Gibt es weitere Fragen zu von einem? Da ist noch eine Nachfrage. Das hintere Mikro bitte. Hinten Mikro. Hm? Ja, sprechen Sie ruhig. Technik-Crew, nee, es muss nicht angestellt werden, aber die Technik-Crew regelt da oben gerade. Wir nehmen das vordere. Okay. Ich möchte dazu den Grausamkeiten sagen, dass da nicht nur Deutschland so grausam war, sondern ich denke da jetzt an die Belgier. Und zwar an den belgischen König im Kongo, wo den Leuten, wenn die nicht 10 Kilo Kautschuk pro Tag abgeliefert haben, die Hände abgehackt wurden. Also diese Methoden, die gibt es also nach wie vor auch heute. Es haben also diese Terroristentruppen da unten, die haben also die gleiche Methode heute noch, leider muss ich sagen. Ja. Übrigens, der Vortrag war sehr gut. Das muss ich sagen. Entschuldigung, nein? Nein, keine Entschuldigung. Nehmen wir das als Stellungnahme ergänzend. Ich glaube, es macht die Grausamkeiten von einem nicht kleiner. Es zeigt nur, wie haben Sie gesagt, es gibt mehrere von einem und die gibt es vermutlich in verschiedenen Ländern. Aber wir reden heute über den einen hier von dieser Straße. Danke. Okay, dann. Was ich eben ausgelassen habe aus Zeitgründen, es gibt mehrere von einem. Es reicht nicht immer nur auf die Spitzen eines Staats zu gucken, Adolf Hitler, Wilhelm II., sondern diese Großführer sind ja nichts ohne die Leute, die ihre Ziele organisieren. Und mein polemischer Vergleich geht also einerseits, was wäre Adenauer ohne Glocke gewesen und was wäre Adolf Hitler und Heinrich Himmler ohne Adolf Eichmann gewesen. Das ist zwar bösartig in diesem hier im Zusammenhang heute Abend, aber man muss diesen Zusammenhang sehen zwischen der politischen Führungsfigur und der Bürokratie, die das dann durchsetzt. Und darauf kann man sich dann ranmachen. Ja, ich sage Ihnen herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Vielleicht sagen Sie nachher im zweiten Teil auch noch mal ein bisschen was zu dem aktuellen Stand in Berlin, aber bis dann. Genau sagen, wer den Text haben will, kann mich ja auch hier unter meiner E-Mail anschreiben, dann maile ich das zu. Ich schicke es aber auch gerne auf Papier. Danke.